10 Grad Celsius. Achso, man weiß jetzt nicht, ob der auf einzelne oder Gruppen reagiert, ne? Bei Profi. Ist auch gut. Wir können nicht sagen, ob der Geist nahm. Reinigen wir rein Feuerstäbchen. Dorothy Miller. Uzi, Räucher, Thermo. Warte, man droppen. Dann haben die alles wieder umgestellt in dem Spiel. Ich hab mich doch sonst mit C geduckt, oder? Also ich hab mich schon immer so geduckt, wie ja, ich mich immer so... Ja. Oder es liegt daran, dass wir jetzt Tarkov so viel spielen. Jetzt, was nehme ich denn sonst immer mit Thermometer noch und EMF? Achso, Thermometer ist jetzt langsamer, ne? Aktualisiert nur noch alle 3 Sekunden, nicht mehr jede Sekunde. Ah, ja, das ist cool. Okay, der zeigt doch jetzt schon hier 7 Grad an bei mir. Bei mir auch 9 Grad. Kann es sein, dass es draußen so kalt ist? Oder ist der Geist hier drin? Also ich hab Schiss. Kann echt sein, dass die jetzt draußen die Temperatur angepasst haben? Cool, ja. Das ist nice. Hat jemand einen Schlüssel mitgenommen? Ja, Ich weiß nicht mehr, wie ich Walkie-Talkie mache, warte kurz. Ich glaube, ich weiß es wieder, oder? B. Ja, B war das. B. Ja, ich hab's auch noch andere Taste. Nee, das war normal, Alex. Jetzt? Jetzt, ja. Der Gang hier ist doch direkt kalt. Also hier drin ist bei mir auch kalt. Wieso ist die Tür hier schon offen? Oh, ich hab hier 4 Grad. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, hier habe ich 3,7. Das ganze Haus ist kalt. Überall kalt hier. Was zur Hölle? Oh ne, jetzt ist auch 0,7. Die waren gerade die Friertemperatur noch. Die Wette sind. Nicht cool, Alex. Ja. Hier, wo ich stehe. Denkt an den Knochen. Oh, ich habe hier Minustemperaturen im Wohnzimmer. Ja, da wird sie ja da sein. Hab auch meinen Atem schon gesehen. Oh ja. Ich hol mal noch was aus dem Truck. Weiß jemand, wo die Sicherung ist? Nee, muss man nachgucken, das wird gleich mal nachgucken. Ist im Keller. Box, okay, cool. Also Geisterbox haben wir. Und gefrierte. Wie hat man das schon auf? Habt ihr den Strom wieder ausgemacht? Gespenstmare Dämon. Der hat im Wohnzimmer gerade das Licht ausgemacht, das war creepy. Alleine drin. Keine Ahnung. Andi? Der ist im Keller. Letztes habe ich den Keller gesehen. Andi, geh mal runter! Nee, ja. Ich bin gerade aus dem Truck gekommen, und da kommen zwei der entgegen. Der Mann ist Ruhe. Mare ist Orb. Spinst das Finger. Haben wir eine Kamera eingestellt? Nee, noch nicht. Nee, aber noch. Wir brauchen Orbs, Fingerabdrücke oder Buch. Okay, danke. Wir haben EMF, das ist egal. Das brauchen wir nicht mehr. EMF kann es nicht sein.
Warte mal, der war hier vorne an der Tür. Fingerabdrücke, Fingerabdrücke, Fingerabdrücke hier. Hab's fotografiert. Ob's zählt. Was sind du, Loser? Wir nehmen vorne ein Foto. Wir brauchen ein Foto von ihm und vom Knochen, wenn's geht. Was? Das sind die Regeln. Ja, okay, aber jetzt können wir das jetzt Zeug weglesen. Also nur noch ein Fotoapparat. Gespenst. Gespenst, was kann denn das gute Gespenst? Oh. Ach, okay, Fotoapparat mehr da, wir haben nur drei, oder was? Ich glaube, es gab immer nur drei, ne? Noch Räucherstäbchen und Kruzifix. Liegt das Kruzifix schon? Ein Kruzifix liegt, ein zweites hab ich dabei. Kann noch jemand ein Feuerzeug mitnehmen? Oder mein Fotoapparat nehmen? Hat die jetzt gerade schon abgelegt. Mag jemand mein Fotoapparat nehmen? Dann nehme ich Feuerzeug und Räucherstäbchen. Ich hab keinen Platz, Traktor. Das bringt übrigens nichts, wenn du das Kruzifix nur in der Hand hältst, ne? Sei still. Es gibt mir persönlich Sicherheit und das mag ich. Nee, das gibt dir keine Sicherheit, das bringt dir gar nichts in der Hand. Das Kruzifix bringt mir, wenn ich mich sicherer fühle, dann ist das auch sicherer. Oh, EMF. Dorothy Miller kann uns eh nicht hören und von der Warte ist es hier gut. Er hat eine Tür aufgemacht. Du wirst die alle Türen offen lassen jetzt, ne? Der Alex rennt wieder straight raus. Was? Nein, ich wollte nur... Hast du die Tür zu ihm machen? Ja, ja. Und ich wollte nur Fotoapparat holen. Dorothy, meine Gute, komm mal raus! Da hinten hat's Licht geflackert. Dorothy Miller! 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 Ich hab gerade so einen Zwischennimmel gehabt. Okay, das ist schön. Was hier? Dorothy Miller, sei keine Pussy, komm. Ja, sowas komm, in der Richtung. Zack, zack. Dorothy Miller, wir haben keine Angst. Ja, sieh hier, Dorothy Miller. Wir haben keine Angst, du kommst da unten. Dorothy Miller, wir haben keine Angst. Dorothy Miller, Dorothy Miller, Dorothy Miller. Welche Tür war das? Ich Welche Tür Eingang. War das? Da hinten die. Nee, nee. Das war schon so hier. Ja, die war doch offen, oder nicht, die rechte? Die habe ich zugemacht, nee. Achso, okay. Lass die Türen ruhig offen, damit man so weit wie möglich abhauen kann. Ja, da will keiner rein abhauen. Wo liegt das Kruzifix jetzt eigentlich? Meiner Hand. Okay. Alter, das liegt gar nicht in der Hand. Liegt das wenigstens irgendwo hin? Dann haben wir Chance auf die Quest. Dorothy Miller! Halt dich gefälligst! Wir haben keine Angst vor dir! Wir haben keine Angst! Du hast doch vorhin schon mit mir gesprochen. Die ist gerade am Bewegungssensor lang, oder? Verständnis miteinander. Das Komische ist, das klang wie ein Mann, als du... Als der geantwortet hat. Was war das? Hat die was rumgeworfen gerade? Das war neben dir. Das war eine Tür. Hier irgendwo. Dorothy Miller, wir bieten dir Fabian als Opfer an. Fabian. Das ist der schwarze Typ in unserer Gruppe. Was? Dorothy Miller, wir haben keine Angst, zeig dich. Dorothy Miller. Dorothy ganz schön passiv, wa? Okay, ich muss ein bisschen leiser machen. Dorothy Miller. Bei mir gerade vor mir fällt die Platz ist.
die doch da drin? Ne, ne, das war nicht hier drin. Die Türen hier sind alle entweder ganz auf oder. Ah, oder? Lol, oder die hier hinten ist das jetzt. Genau, im Nachbarraum. Boah, guck dir das mal den Bär übelst creepy an, ey. Aber hier gibt's auch noch die eine Tür, ne, hier ist nicht. Hörst du? Boah, ich mach's mal zu. Ist hier irgendwo Schränke? Gibt's Schränke? Oh, auf da war grad was. Ich mag's einfach zu sehr. Ich glaube, ich bin der Erste, der stirbt, ey. Ich hab schon wieder das zweite Mal jetzt hier was gehabt. Dorothy Miller, Dorothy Miller, Dorothy Miller. Jetzt zeig dir den Krieg. Ich hab keine Angst vor dir. Nimm ihn. Haben wir keine Kreide? Weil man Kreide nochmal zeichnen können. Vielleicht ist das ja ein... Was kannst du für Geist? Was ist für Geist? Gespenst. Hat die mehr Angst vor dir, ey, wenn die sowas schon hört. Wir haben 4er Ausschlag. Oh. Ja, okay, du kannst mit dem Licht spielen, das bringt aber nichts, Dorothy Miller. Wir haben keine Angst, zeig dich gefälligst. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit, das sagt. Wir werden auf Stundenbasis bezahlt, sollte ja klar sein, ne? Aber gut, ich bin bei dir. Wir haben Hand. Keine Angst. Angst, 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 Angst. Wow, okay. Alter. Gib doch ein Zeichen. Los. Hat's doch gerade. Zeig dich einfach. Wir sind weg. Wir lassen dich in Ruhe, du kannst andere Menschenopfer zu dir nehmen. Ist mir egal. Wow, zeig dich einfach. Wie wir zu viert sind, das sind clevere Geister jetzt. Wir müssen einfach zu zweit hier drinnen sein. Ja, zwei müssen sich opfern. Ja gut, dann gehe ich raus. Ich habe keinen Fotoapparat. Bin schon. Der Leader muss jetzt mal eine Ansage machen. Wie viele sind jetzt drinnen? Der Alex lockt so gerne und Leader hat noch mehr Sanity als ich. Das Problem ist, ich habe einen Vorschlag. Wenn ich schon drinnen bin, will ich mit Fabi drinnen sein, weil Fabi ist oft das Opfer von solchen Geistern. Das heißt, er ist ein guter Schutzschild. Valider Grund hier, Fabi? Ich hab dir gerade die Kamera fallen gelassen. Ja, aber ich hab die Sticks hier. Wer war das? Ey, warte mal, bevor wir hier ra- Es ist zugeschlossen. Die Jagd, kann das sein? Ja. Sieht doof. Ja, jetzt jagt's einfach. Ich geh mal von der Tür lieber weg. Vielleicht sehen wir sie durchs Fenster. Ja, ja, sagt die Luft gerade. Also man hört sie auf jeden Fall. Dorothy! Hier! Dorothy! Hier draußen! Oh! Da ist er. Oh mein Gott! Oh fuck! Die kommt ja wirklich! Lelelele! Oh, Foto! Das zählt doch! In dem Alter ist sie hässlich!
Ja, ob es zählt, ist noch eine andere Frage. Twirke mal! Twirken! Ja, klar zählt das. Für mich, ich hab jetzt gerufen, ich kann da nicht nochmal reingehen, die ist jetzt aggro auf mich. Ich habe mal eine Frage, warum heißt der Geist Dorothy Williams, aber auf dem Computer kann sich völlig jemand anders einloggen? Das ist vielleicht ihr Enkel oder so? Das ist ja hier ein Kinderschlafzimmer. Ah, der hat einen anderen Nachnamen. Ja, warum nicht? Mann, ich dachte, der hat mir anders das Haus geklaut. Wenn die Tochter einen Mann geheiratet hat, dann hat der Enkel einen anderen Nachnamen. Ist so logisch. Ja. Okay, passt auf. Vielleicht ist das auch einfach nur die Vorbesitzerin. Wir sind jetzt 5 Minuten da drinnen, danach ist Andi und du 5 Minuten da drinnen. Ich glaube, die wird schneller wieder jagen. Bau mich bitte. Wir brauchen euch jetzt noch raus. Die Räucherstäbchen-Quest auf jeden Fall. Ja. Ihr habt noch Räucher zu bauen. Kommt jemand mit? Ja, ihr kommt alle mit. Wir müssen ja noch Foto machen. Oh, ihr Bastarde! Und ich hab aus Panik schon meine Räucherstäbchen geworfen. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ich muss auf jeden Fall vorsichtig. Im Ernst? Junge, hab ich Panik geschoben. Jetzt kann ich auch wieder ein Foto machen. Oh, da. Bild runtergefallen. Da ist gerade Bild runtergefallen. Können wir ein Foto machen? Hab. Okay. Brauch Rückendeckung von mindestens 3 Leuten. Okay. Die Bilder durchs Fenster haben nichts gebracht. Ja, dann müssen wir... Ja, das ist klar. Das muss ich mehr fotografieren. Wir haben noch keinen Reiter jetzt. Sehen. Wir wollen auch was. Warte mal, ich fotografiere mal das Bild jetzt direkt. Das Bild zählt nicht als Interaktion. Okay. Geh mal gucken, ob ausgerichtet wurde. Ich bin das Spiel, da ich glaub das. Jetzt elenden Bastard, ey. Solche Pussy. Der Alex wieder. Ja, du warst das draußen. Okay, pass auf. Alex 40, Fabi 35, Wiese 25. Das ist noch was, womit ich mich schützen kann. Okay, Fabi, du kannst mir vertrauen, ich gehe nicht mehr raus, wenn du jetzt mit mir reingehst. Meine Zelle ist bei 14. Geh alle rein und die Kamera aufstellen und dann... Ja, schau mal den Abdruck. Ich hab grad keinen. Wir bleiben jetzt alle so lange hier drinne, bis wir ein Foto von der. Ja. Vorher darf hier keiner rausgehen. Wie ist die Dorothy? Warum kann ich das Ding nicht mehr aufnehmen? Die hat doch gar nicht gejagt, Leute, alles sicher. Ich hab ein Foto. Oh, Alter, ich hab hier unterschrocken. Eieiei. Aber man sieht sie doch gar nicht. Sind die Idioten drin? Doch, man sieht sie. Ach doch, da, ja. Genau hinter Alex. Da jagt die Trottel, ja, die jagt. Warum sind die nicht rausgegangen? Wir haben das Bild. Hast du gerade den Sound gehört? Die war ja an der Tür gerade. Ich glaube, die haben sich sicher versteckt. Ja, klingt so, als wenn sie es schaffen werden. Ja. Ihr habt es geschafft, Jungs. Tüdelü. Alex, da ist er! Hier, rechts ist sie! Hab sie nochmal fotografiert. Ah, ne.
Warum seid ihr nicht raus, nachdem wir die Fotos hatten? Ihr habt auf einmal gejagt und ihr labert da die ganze Zeit. Ah, gute Bilder geil, dabei. Oh mein Gott. Nach einer halben Stunde hat er sich die Instant auf Null. Gut, ich würde sagen, Alarm schon eingestellt, oder? Dann kommen wir losfahren. Ah, nee, warte, ich habe noch nicht eingestellt. Spenst, ja. Jetzt. Nur das Kruzifix hatten wir nicht, ne? Alter, hab ich mich erschreckt. Alles sehr gut. Oh, wir hatten noch keinen Knochen, verdammt, habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Aber insgesamt ganz gut. Ah, ah, ah!